Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ultimate Chicken Horse hier auf Crimson Butterfly Gaming. Mit mir dem Wilhelm und als Sondergast ist meine kleine Schwester Mimi dabei. Hallo. So, fangen wir mal an mit Farm. Die Farm. Partybox. So, jetzt kannst du hier ein Objekt auswählen. Ja. Mit Linksklick und das kannst du dann hinsetzen. Ich glaube, das kann man mit Q kann man das drehen. Mhm. Und die Extra-Box, weil wir nur zu zweit sind, ist das, glaube ich. Kann man sich hier eine Falle aussuchen. Ja. Die musst du auf eine Fläche draufsetzen, wo der Pfeil hinzeigt. Ah, okay. Okay. So. Ah. Oh. In die eigene Falle gelaufen. Okay, das war dann schon mal die erste Runde. Wow. Warum steht da bei dir 90%? Weiß ich nicht. Ich nehme das. Ach so, kommt das jetzt noch dazu? Wir das mal. So. Oh, wow. Und die extra Box. Ich nehme den Honig. Das macht Objekte weg, die gesetzt wurden. Ah, okay. Falls es nicht zu schaffen ist, kann man das dann noch extra nehmen. Muss ich mal hier hin. Oh nein! Okay. Es hat nicht funktioniert. Aber du warst fast im Ziel. So, was haben wir denn jetzt alles? Ja, Eis. Was, wenn wir schon Honig haben, das ist ein Heuballen. Achso. Was macht der? Gar nichts. Einfach nur zum drauf rumgehen. Wow. Machen wir nochmal Eis da drauf. So. Hä? Was ist denn die Münze? Die Münze bringt einen Extrapunkt am Ende, wenn man durchkommt. Ach so, okay, gut zu wissen. Oh mein Gott. Oh. Das ist doch noch gar nicht so schwer. Hä, wie lange geht das denn noch weiter? Das geht ein paar Runden. Dann steht dort irgendwann noch 3 Runden. Ach so, okay. Muss ich erstmal hier hin, da kommt man dann später dran. Bauen wir irgendwas hin. So wie das hier. Oh, hier geht's auch rein. Was ist das denn? Oh. Ja, bist gestorben und ins Ziel gekommen? Ja. Ich wollte eigentlich zu der Münze. Glück gehabt. Nochmal. Hab ich. Zu einfach keine Punkte, außer Münze. Weil wir beide ins Ziel gekommen sind. Och, okay. Mit Q kannst du das ja drehen, wenn du willst. Ach so, ja. Ah, ja. Stacheldraht. Noch mehr Stacheldraht. Wir brauchen Stacheldraht. Ohne Stacheldraht funktioniert das nicht. Oh, keine Ahnung. Okay. Diese blöden Pfeile. Ja. Nein! Yay! Oh. Weil meine Pfeile dich getroffen hat. Genau. Mhm. Noch mehr Münzen. Was ist das? Eine Tonne. Eine Tonne. Kommt da noch durch? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich hab's genommen. Schwarzes Loch.
Ja, so sah es auch aus, aber irgendwie. Da wird eh niemand drankommen, wenn das so weit oben ist. Oh. Okay, reicht. Ah, jetzt geht auch wieder hoch. Oh mein Gott! Hä, hey, warum ist das Ding da oben? Och, also diese blöden Pfeile. Oh, hey. Oh. Ich hätte es fast noch ins Ziel geschafft, obwohl ich tot bin. Ich hab's gesehen. Erstmal eine Tür. Boah, keine Ahnung, das ist schon alles voll hier. So, erstmal die Münzen holen. Ja, was mit der Tür? Oh mein Gott. Oh. Die Blume hat dich erwischt, oder? Ja. Ich hab die Blume sogar selbst gesehen. Oh. Blümchen, lass mich in Ruhe. Ach, man kann sich auch ducken. So. Wie mache ich das jetzt am besten? Nein, oh! Mit dem Kopf dagegen. Hm. Ich hatte die Errungenschaft Verschwender bekommen. Ich weiß nicht warum. Erstmal, das hier geht mir auf die Nerven. Nein, ich hab's daneben gesetzt. Das hat mich gerade geärgert, das Ding. Mich auch. In der Runde davor. Noch irgendwas was? Kleines weg. Oh. Eigentlich am liebsten die Pfeile. Oh. Die müssen weg. Aber warum denn? Okay, keine Ahnung. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, oh Gott. Ja. Jetzt ordentlich da drüber. Oh, wow. Sehr gut. Nein. Ah, fast. Nein. Oh, und was hast du weggemacht? Ich hätte die Blume wegmachen sollen. Nein! Lass mich. Geh auf, geh auf, geh auf! Nein! Lass mich durch, lass mich durch! Ich will doch nur auf die Tür drauf. So. Nein! So, komm schon! Ach nö. Habe ich das schwarze Loch fast noch eingezogen. Oh. Du bist der ultimative Waschbär. Der ultimative. Okay. Alles klar, dann machen wir noch die zweite Map hinterher. Okay. Hausdächer. Was ist denn der Unterschied zwischen den verschiedenen Modus? Okay, hier muss ich so. Beim Party-Modus haben wir halt diese Partybox, wo wir uns jetzt irgendwas hier nehmen. Beim freien Modus, da können wir uns dann aussuchen, da haben wir das ganze Inventar offen und können uns aussuchen, was für ein Objekt wir haben wollen. Ja. Mhm. So. Ist okay. Schade, es gibt nicht mehr den Solo-Bonus, wenn man alleine ins Ziel kommt. Erstmal das hier. Erstmal da oben an das Fragezeichen kommen. Ja, aber ist das nicht jetzt auf vollem Weg, was du gerade gesetzt hast? Nee, schon richtig so.
Nein, nein, nein! Oh! Wie noch rufen, wenn die da runterfallen. Ja. Den will ich haben. Was war das? Oh. Ach man. Nein, oh, ich dachte, der treibt mich genug hoch. Denk dran, Schiff zum Rennen. Achso, okay. Oh. Okay. Das kann nicht wahr sein, was hier passiert. Was ist das? Ah, okay, okay. So viele schwarze Löcher. Nein, 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 nicht. Uff. Oh, was? Das kann nicht wahr sein. Du kommst da nicht mehr hoch. Komm schon! Lass dich einfach fallen. Nein! Ich glaube, das wird nix. Ah, Mist. Was war das denn? Ich glaube, das hat mich gerade getroffen. Ich bin einfach zu blöd, um an die, an das doofe Ding da zu kommen. Doch! Was habe ich denn da gemacht? Was macht dieser Boxhandschuh? Ich glaube, ich habe den eins zu weit links gesetzt. Nee, doch geht. Noch macht er nix. Oh. Was war das denn? Okay. Dieser Box, was ist das denn? So, jetzt müssen wir aber eigentlich mal die Kiste bekommen. Oder rüberkommen. Na endlich! Neues Level, alte Villa entdeckt. Ach so, okay. Und wie komme ich da hoch? Ach man. Nein, oh, ich wollte da drauf landen. Doofes Schaf. Ey. Keine Ahnung. Oh, was ist das denn? Keine Ahnung, ich kenne das noch nicht. Okay. Geh auf. Hey, wie machst du das denn da hoch zu... Oh mein Gott. Oh, das ist Zeitlupe. Hey, das hat mich erschrocken. Ach so. Das ist nicht cool mit der Zeitlupe. Ja, das bedeutet, ja, nee. Wenn du jetzt ins Ziel kommst, bekommst du den Comeback-Zusatz.
Ich will ins Ziel kommen. Was ist der Ball? Stachelball, tut weh. Ach so. Schwarze Loch finde ich doof. Ah! Nein, ich wollte... Ach so, okay, ich weiß, was ich machen muss. Hoffentlich. Hey, geht der Schuh jetzt auch nicht weg? Oh, aber ich wollte auch nicht, dass... Oh, ich bin zu weit gesprungen. Sehr gut. Oh mein Gott. Okay. Ach so, das geht ja auch weg. Oh, okay. Keine Gewinner, keine Punkte. Drei Runden noch. Okay. Sie haben uns aufgegeben. Stacheldraht will ich. Kreissäge will ich. Ach so, was soll das? Oh je. Yeah. Nein, oh! Ach so, die Tür war schon offen. Dieses blöde Sprungsystem. Mich fasziniert gerade diese Kreissäge, die an dem Zahnrad dranhängt. Ja. Welche? Die hier. Achso, ja, warum? Guck dir das gleich mal an, wenn wir wieder loslaufen, wie das aussieht. Hey. Damit kannst du Sachen zusammenkleben. Ja, habe ich gerade auch realisiert. Guck dir mal das da an. Weil sich der Block fast so schnell dreht wie die Kreissäge. Deswegen bewegt sich die Kreissäge fast gar nicht. Ach so. Oh, was ist das? Oh mein... Ach so, ja. Oh, ich wollte eigentlich da unten lang gehen. Aber ich krieg's nicht hin. Ja, ich krieg's auch nicht hin. Letzte Runde jetzt, oder? Ja. wer wird wohl gewinnen? Ja, schwere Frage. Oh. Oh, sorry. Uff. Nein! Ey, komm nicht ins Ziel! Nein. Fall runter. Nein. Doch, das ist die einzig wahre. Nein! Noch nein! Ich hatte Angst vor der Kreissäge. So ein Mist. Ey. Ich hätte sogar. Okay, du hast trotzdem gewonnen. Ich wäre sogar noch bis zum Strich gekommen mit den beiden Münzen. Ja, ja. Hey, du hast trotzdem gewonnen. Na gut. Das war's dann wieder für heute. Das war eine neue Folge von Ultimate Chicken Horse hier auf Crips Butterfly Gaming. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal zu einer neuen Folge. Yeah.